Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann Sie sieht, verhaftet er Sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Hier ist 4. Wir brauchen Sicherheitssysteme am Mauereingang. Kameras, Bewegungsmelder. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Um diese Einführung optimal zu nutzen, bleiben Sie unerkannt und töten Sie möglichst diskret. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder Sie selbst. Wenn Sie zielen, erfassen Sie Zielperson, zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Von örtlichen Einrichtungen? Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie, unerkannt zu entkommen. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Ernsthaft? Dieser Job ist vermutlich das Einzige, was ihn am Leben hält. Miss Burnwood darf nichts erfahren. Schon gut. Von mir erfährt sie nichts. Ich drehe jetzt mal meine Runde. Sie sind jetzt im Nahkampf. Erledigen Sie Ihren Gegner. Was? Zentrale, hier wirft irgendein Spinner mit Sachen rum. Wir regeln das. Over. Hallo? Ist da jemand? Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg. Geben Sie vor, sich zu ergeben. Oder gehen Sie ruhig in einen abgeschiedenen Bereich und kümmern Sie sich dann um Ihren Feind. Sauberer Kill. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Tod und Depression. Außerdem kannst du sicher sein, dass es ständig regnet, kein Schwein deine Sprache spricht und das Hotel ein rattenverseuchtes Drecksloch ist.
Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Der Job ist ungefähr so spannend, wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Aber wenigstens ist das Essen gut. Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. Werfen Sie. Sauberer Kill. Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Sie sind jetzt als Wachmann verkleidet und dürfen sich in den Außenbereichen frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Wachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Wachmann sehr nahe. Falls er misstrauisch, tricksen Sie den Wachmann aus. Wovor hat die Frau Angst? Setzen Sie Instinkt ein, bis Sie im Haus sind. Wer ist das? Die Wachen dort vorne werden misstrauisch und Sie haben nicht genug Instinkt, um sie auszutricksen. Finden Sie einen anderen Weg. Kein Zutritt, außer für den Sicherheitsdienst und Gäste von Miss Burnwood. Was? Warum? Und wenn wir mal aufs Klo müssen? Was weiß ich. Sehe ich aus wie eine Infotafel? Ich befolge nur meine Befehle. Und das solltet ihr auch tun. Wofür gibt's denn Blumenbeete? Mann, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin es nicht gewohnt, bewaffnete Wachen im Nacken zu haben. Was zum Teufel soll das? Du vom neuen Sicherheitschef? Keine Ahnung. Machen Sie. Die Wachen blockieren den Ausgang. Versuchen Sie, sie abzulenken. Ich habe als Leibwächter gearbeitet. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Was? Für den Kerl von Stallion Armament? Wurde der nicht umgebracht? Ja, aber auch mit einer kleinen Armee? Nein, so mächtig ist die Mafia. Ich weiß, dass er mit ihnen etwas recht hat. Das ist definitiv was anderes, verstehst du? Der gefällt mir immer besser. Der Uniform stimmt doch was nicht. Toll, ganz toll. Irgendwann bringe ich diese Wartungsclowns um. Die Wachen sind erledigt. Dadurch haben sie etwas Instinkt regeneriert. Die Wachen sind beschäftigt. Sie haben die Wahl. Ausschalten oder umgehen. Ich wäre schon froh, wenn ich ein Dach über dem Kopf hätte. Keine Ahnung. Ihre Tarnung ist auf alle Zeugen wurden beseitigt. Niemand ahnt etwas von ihrer Identität. Und niemand schöpft Verdacht wegen ihrer Verkleidung. Thank you.
Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mir. Es ist kein Prostatakrebs? Ich könnte sie küssen. Ich meine, das sind... Ja. Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn sie Ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Hey, mir kann... Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. Auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Du warst doch gestern zum Personenschutz eingeteilt, oder? Hast du mit dem Mädchen geredet? Ja. Aber total sitzt nur da und starb Löcher. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Hier ist Alpha. Das ist mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Garten aufstellen. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich... Hey, wer hat die Jalousien geöffnet? Wir sitzen hier drin wie auf dem Präsentierteller. Hey, tolle Aussicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken.
Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Blick in Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Freischaltung. Nähere mich der Zielperson. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles, wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? 47? Was ist los mit dem Ding? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst sie 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, nein. Ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte, sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es.